Hallo, ich bin Adel der Reisende und ich bin mit meinem Camper, meinen zwei Hunden unterwegs. Zurzeit in Griechenland auf Peloponnes. Ja, also heute soll das Thema Angst bzw. Ängste sein. Welche Ängste es gibt und wie man die los wird. Oder wie ich es gemacht habe. Oder wie ich glaube, wie man da hinkommt. Also es ist nicht so einfach natürlich. Ja, welche Ängste gibt es noch? Zum Beispiel jetzt, womit ich es selber zu tun hatte. Trennungsangst, Angst verletzt zu werden. Also Angst verlassen zu werden. Angst, Ärger zu kriegen. Angst, was andere Leute von mir denken oder schlecht von mir denken. Angst, Höhenangst ist auch eine Angst. Angst, Geld zu verlieren. Angst zu versagen. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, vor großem Publikum zu reden. Angst, dich zu zeigen, Angst, eine Präsentation zu halten. Ja, ich höre mal auf. Also man könnte fast unendlich weitermachen. Woher kommt diese Angst? Woher kommt das? Angst engt uns ein. Daher kommt das Wort ja, Enge. Enge und Angst sind ja verwandt miteinander. Die Angst lähmt uns. Wir verkriechen uns quasi in unser Schneckenhäuschen. Und wir leben gar nicht mehr wirklich. Wir folgen nicht unserem Herzen. Wir erfüllen unsere Träume nicht. Also wir gehen ja dann unseren Lebensweg ja nicht, weil wir immer in der Sicherheit sein möchten, immer das Gleiche machen, den gleichen Trott verfolgen, weil wir das dann kennen, wie es so läuft, und dafür grenzen wir uns ein und lassen auch alles mit uns machen. Ja, und so bleibt es dann. Das ist eigentlich ganz langweilig. Also das, ich sag mal, das Spiel des Lebens ist ja echt ein langweiliges Spiel. Also ich stelle mir das immer so vor, wie ein Spiel. Wenn ich ein Computerspiel spiele, möchte ich auch nicht immer Level 1 spielen. Ich habe mich dann weiterentwickelt und bin besser geworden. Möchte auch dann in Level 2 kommen. Und dann auch in Level 3 und dann irgendwann den Endgegner kriegen. Sonst macht das ja keinen Spaß. Und so sehe ich das auch, das Leben hier auf dieser Erde. Ja, wir spielen das Spiel des Lebens, um hier Spaß zu haben, um ja, bestimmte Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und um hier uns weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln. Das ist so gesehen der Sinn des Lebens. Das Leben oder das Spiel des Lebens stellt uns Herausforderungen. Also ich sage immer Herausforderungen, ne? Für andere mag es Probleme geben, für mich gibt es keine Probleme. Für mich sind das alles Herausforderungen, an denen ich wachsen kann. Ein Problem ist eigentlich auch ein positives Wort, wird aber irgendwie negativ bewertet. Das Wort, da steckt ja die Silbe pro drin, das ist quasi für dich. Alles, was in deinem Leben geschieht, ist immer für dich. Ob gut oder schlecht. Wenn es Probleme gibt, auch das ist für dich. Deshalb leben wir in dieser Dualität, damit wir ja an diesen Herausforderungen wachsen. Oft wollen wir das ja gar nicht, das ist nicht so schön, ne?
Aber es bringt uns voran. Und wenn du das erkannt hast, dann sind Probleme keine Probleme mehr. Dann sind das einfach nur Challenges oder Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und wenn du das dann wieder geregelt hast oder das Problem oder umgewandelt hast und hast eine Lösung gefunden, wow, hier gehen wir mal lang. Hier sind da richtig schöne Blumen, das muss ich euch mal zeigen. Also richtig schön, alles grün und ganz viele Klees. Das ist eine Kleeart hier, die blüht gelb und man kann die Blüten und die Blätter, der Kleeblätter, auch in Salat tun. Ja, da laufen meine zwei Hunde, Huni. Die haben sowieso Spaß hier. Ach, ist das herrlich, oder? Also, Entschuldigung, zwischendurch muss ich mal hier so immer ein bisschen ablenken. Weil es einfach herrlich hier ist. Die Hunde haben auch Spaß. Also wenn man erkannt hat, dass alles für dich ist, dann brauchst du eigentlich auch keine Angst haben. Also bei mir ist es so, jedes Problem, das ich gemeistert habe, hat mich stärker gemacht. Und ja, wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, dann denke ich mir immer so, ja, was habe ich so gemacht, was habe ich bisher alles erreicht und was für Eigenschaften brauchte ich dafür. Und dann erkenne ich, wow, gar nicht so schlecht. Also, was ich da alles gemacht habe, das hätte ich mir vorher nie zugetraut. Und dafür brauchte man Selbstvertrauen, dafür brauchte man Selbstständigkeit, dafür brauchte man, keine Ahnung, was auch immer. Also es gibt da eine richtig gute Übung. Das erzähle ich vielleicht mal ein andermal. Jedenfalls, es gibt einige Methoden, sich heranzutasten. Also Methoden. Ich habe mir das gerade vorhin überlegt. Was habe ich gemacht, um aus der Angst zu kommen? Auch ich habe immer noch Ängste, aber was mache ich dann? Ich bereite mich besser vor. Zum Beispiel, wenn ich eine Präsentation halte, dann ist Vorbereitung das A und O. Wenn du gut vorbereitet bist, dann hältst du auch eine mega gute Präsentation. Und wenn das gut gelaufen ist, dann hast du eine gute Erfahrung gemacht und dann hast du beim zweiten Mal weniger Angst. Und du machst das schrittchenweise. Immer wieder sich der Angst stellen, ja, gut vorbereitet sein und dann immer wieder in die Angst gehen, immer wieder holen und immer wieder versuchen, eine positive Erfahrung daraus zu holen. Das heißt, du musst nicht direkt in das Haifischbecken springen. Spring erstmal ins Goldfischbecken. Ja? Du musst jetzt nicht erstmal eine Präsentation in einer großen Halle machen, sondern du fängst erstmal an, eine Präsentation vor deiner Familie zu machen. Mit bekannten Menschen. Und das wäre schon mal der erste Schritt. Und dann übst du dich, indem du das immer wiederholst und wiederholst. Und irgendwann hast du keine Angst mehr, eine Präsentation zu halten. Das ist genauso, wenn du Angst hast, von einer bestimmten Höhe ins Wasser zu springen. Zum Beispiel vom Dreier- oder vom Fünferturm. Also, man tastet sich auch langsam heran. Man springt erstmal vom Einer, dann irgendwann versuchst du etwas höher, ne? Dann machst du einen Dreier und dann hast du irgendwann den Fünfer. Guck mal hier. Jetzt wird der Gordi gejagt. Der Buddy bellt, das habe ich noch nie gehört, also selten, dass er bellt. Ja.
Ja, und wenn du dann vom Fünfer oder vom Dreier gesprungen bist und immer wieder vom Dreier springst, ne, dann hast du irgendwann keine Angst mehr, vom Dreier zu springen. Und dann willst du dann dich höher hinauswagen und gehst auf den Fünfer. Am Anfang hast du dann zittrige Beine und alles. Und warum hast du das? Warum hat man denn überhaupt Angst? Angst, sich zu verletzen? Oder was? Ja, wahrscheinlich. Aber was soll da passieren, wenn du gerade runterspringst? Das haben schon Millionen andere Menschen gemacht und denen ist nichts passiert. Also kannst du ja vertrauen auf deren Erfahrung, sage ich mal. Und so ist das ja auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel haben Leute Angst zu reisen oder auszusteigen, so wie ich das mache jetzt, ne? Aber ich erzähle jetzt von meiner Erfahrung und zeige euch, wie einfach das hier ist und wie glücklich man ist mit wenig, sage ich mal, Luxus, also den materiellen Luxus, sage ich mal, und mit wenig Geld. So, und vorher hatte man Angst, so, ja, boah, ich habe dann zu wenig Geld oder sonst was. Und wenn du die Erfahrung von anderen schon siehst, ne? Also das ist auch eine Möglichkeit, sich dann die Leute anzuschauen, die das machen, was du eigentlich machen willst, aber wovor du Angst hast. Und dann herauszufinden, wie die das machen und befragen oder sich das anschauen in Videos. Und so kommst du dann auch schrittchenweise von der Angst raus. Das ist natürlich, das geht nur Schritt für Schritt. Das ist halt die Vorbereitung. Ja, du musst dich dann langsam lösen von allem. Ja, erst das, dann das, dann das. Und du kannst nicht von heute auf morgen direkt alle Zelte abbrechen. Das habe ich ja auch nicht gemacht. Aber ich muss jetzt eines sagen. Die Methoden, sind schön und gut, um langsam Vertrauen zu gewinnen. Aber es ist nicht die ultimative Lösung, sondern die ultimative Lösung ist quasi die Selbstliebe, worüber ich in letzten Videos ja schon berichtet habe. Die Selbstliebe bringt dich zumindest noch mal einen Schritt näher zu dem, was du wirklich willst und was du wirklich bist. Und ja, quasi dich nicht mehr zu belügen und dir selber zu vertrauen. Und damit wirst du immer stärker, wenn du merkst, dass alles für dich ist. Und dann geht es weiter ins Urvertrauen. Das Urvertrauen ist, sage ich mal, die Antwort zu allen Ängsten. Das ist genau das Gegenteil. Und wie komme ich zum Urvertrauen? Also bei mir ist es so gewesen, also ich bin immer noch nicht im Urvertrauen 100 Pro, ne? Aber mir hat auf jeden Fall geholfen, meine spirituellen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und zwar die Erfahrung, dass ich geführt werde. Dass es was Göttliches gibt, dass es göttliche Wegbegleiter gibt, die dir helfen, dass alles richtig ist in deinem Leben und alles zur rechten Zeit kommt, so wie es sein soll. Also ich bin immer am richtigen Ort, zur rechten Zeit und treffe immer die rechten Menschen. Und
Und das gibt mir so ein Selbstvertrauen oder Urvertrauen, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken mache über die Zukunft und erst recht nicht über die Vergangenheit. Wichtig ist auf jeden Fall, im Hier und Jetzt zu leben. Alles andere ist Kopfkino. Wenn du dir schon ausmalst im Kopf ein Worst-Case-Szenario, was alles passieren kann, wenn du von dem 5-Meter-Turm ins Wasser springst, ja, dann wird es das auch passieren, weil genau das, was du denkst, das erschaffst du dir. Das, was du glaubst, das wird in dein Leben kommen. Also achte auf deine Gedanken. Du kannst gerne an die Zukunft denken, aber positiv. Und glaube an dich. Und ja, Affirmationen helfen da zum Beispiel auch. Affirmationen sind zum Beispiel positiv formulierte Sätze, wie ich bin stark und vertraue mir selbst oder sonst sowas. Ne? Und das sagst du dir jeden Tag regelmäßig. Irgendwann glaubst du es wirklich, wenn du noch nicht so weit bist. Und irgendwann glaubst du es. Was mir auch noch geholfen hat, vor allem, ist, ich habe mich mit meinem Horoskop und Numerologie beschäftigt. Und vom Timing her habe ich erkannt, dass alles perfekt ist. Genau so, dass ich genau im Fluss meines Lebens bin. Dass es so eigentlich schon fast vorbestimmt ist, dass ich mich so entwickle. Und deshalb habe Geduld mit dir selber. Sei achtsam auf alles, was dir begegnet. Und mach dir nicht so viel Druck. Man sollte besser nicht so viel denken. Kinder denken ja auch nicht so viel, wenn sie mit dem Fahrrad irgendwelche Stunts üben. Und die denken nicht daran, dass sie hinfallen könnten. Die machen es einfach. Und je risikobereiter sie sind, desto besser sind sie. Genauso wie beim Skifahren oder beim Snowboardfahren. Ich war da immer sehr risikobereit, deshalb habe ich das sehr, sehr schnell gelernt. Und dann konnte ich es auf einmal sehr gut. Oder ich konnte es. Und Menschen, die aber sich schon vorher ausmalen, oh, wenn ich dann hinfalle, dann könnte ich mir die Beine brechen. Ja, dann solltest du es auch gar nicht erst anfangen. Wenn du so denkst, dann solltest du erstmal an deinem Gedanken üben, die zu verändern. Und zwar positiv. Also, erster Schritt, achte auf deine Gedanken und wandle negative Glaubenssätze in positive um. Versuche immer positiv zu denken. Gedankenhygiene. Zweiter Schritt, wenn ich jetzt mit Schritten rede, gehe kleine Schritte, sei geduldig mit dir selber, mach dir nicht so viel Druck, bereite dich gut vor und gehe in die Angst. Und wenn du Angst hast vom Reden, dann rede. Und wenn du Angst hast, ins Wasser zu springen, dann spring ins Wasser. Ja? Manchmal muss man es einfach machen, um die Erfahrung zu machen, dass es halb so wild ist. Dritter Schritt, oder kannst du sogar parallel machen, komm in die Selbstliebe. Glaube an dich selber. Vertrau dir. Und sei immer für dich da. Tu dir Gutes. Sei dein bester Freund. Ja, und zuletzt kann ich sagen, komm ins Urvertrauen. Das heißt, bete. Wenn du noch nicht an Gott glaubst, dann bete. Wenn du nicht glaubst, dass du geführt wirst, dann bete,
und frage um Zeichen und sei achtsam. Und irgendwann erkennst du diese Zeichen. Und dann siehst du, wow, das ist ja ein Wunder. Das kann doch nicht sein, das ist kein Zufall. Und dann weißt du hundertprozentig, dass du geführt wirst. Und das häuft sich dann immer mehr, je mehr du daran glaubst. Aber du musst anfangen, daran zu glauben. Ansonsten wird es nie kommen. Du solltest dann anfangen, mit der geistigen Welt oder mit dem lieben Gott oder mit dem Universum, mit den Engeln oder wer auch immer, woran du glaubst oder woran du am ehesten glauben kannst, zu kommunizieren. Und wenn du daran glaubst, dass es nichts gibt, dann kommuniziere mit dir selber, weil das Göttliche ist in dir, in deinem Herzen. Ja, und was ganz wichtig ist auch, begib dich mit Menschen, die spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Oder schau dir die in YouTube an, so wie ich jetzt. Oder, oh, guck mal hier, ein Pferd. Ein Pferd, da steht ein Pferd auf der Wiese. Ja, ja, ein Pferd auf der Wiese. Was macht es hier? Ist aber angeleint. Ah, und neugierig. Mal gucken, wie der Gordi reagiert. Ach, der Gordi hat gar keine Angst mehr. Also bei mir war es so, dass zum Beispiel meine damalige Freundin eine gute Connection zur geistigen Welt hatte. Und ich habe das dann natürlich geglaubt, wenn sie da Botschaften für mich geholt hat. Oder für sich. Die verarscht mich ja nicht. Wenn ich das jetzt bei einem Fremden sehen würde, dann würde ich sagen, okay, vielleicht will er jetzt nur Geld verdienen oder so. Und erzählt mir irgendeinen Scheiß. Stuss. Ja. Da ich aber gesehen habe, ja, was meine damalige Freundin alles gespürt hat, was sie wahrgenommen hat und dass es da wirklich was gibt, ja, jenseits von dem, was wir hier sehen, dann so bin ich auch immer mehr ins Vertrauen gekommen, dass es da was gibt, auch ohne selber die Erfahrung zu machen. Aber ich habe ihr geglaubt. Und das Gleiche mit anderen Menschen, die um mich herum waren. Ja, und wenn man sich mit diesen Themen mehr befasst, dann kommt es auch irgendwann zu dir und dann spürst du plötzlich auch diese Energien und wirst feinfühliger, keine Ahnung. Allerdings musst du das schon für an dir arbeiten. Also das ist gar nicht so einfach. Also ich habe schon vieles ausprobiert, von verschiedenen Substanzen bis Schamanen-Zeremonien, Ayahuasca in Peru oder Iboga oder was auch immer. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, das würde zu weit führen. Aber das hat mir auf jeden Fall auch nochmal sehr krass geholfen in meiner spirituellen Entwicklung. Also das kann ich auch nur empfehlen, da mal über den Tellerrand zu schauen und nicht immer das zu glauben, was uns andere weismachen wollen, dass es so gefährlich ist und dann ist es verboten und ja, warum ist es denn verboten? Warum ist Alkohol und Rauchen nicht verboten? Aber warum sind bewusstseinserweiternde Mittel verboten? Das ja, die Frage hat es schon beantwortet. Ich sage es nochmal deutlich. Wir werden einfach klein gehalten. Wir sollen nicht erkennen, wer wir wirklich sind.
Wir sollen nicht in unsere Kraft kommen, in unsere Stärke. Wir sollen immer das machen, was das System will. Und zwar arbeiten für das System, unsere Arbeitskraft bereitstellen für das System. Das System ist schön und gut, aber es gibt schönere Wege zu leben. Und ich sehe das System als eine moderne Versklavung an, sodass man gar nicht zu seiner eigenen Kraft mehr kommt, immer sich noch weiter abhängig macht vom System, von Versicherungen und so weiter und so fort. Und ja, das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Also wenn du es schaffst, dann irgendwann für dich selber spirituelle Erfahrungen zu machen, dass du geführt wirst und dass, wenn du betest, dass dir geholfen wird, dann brauchst du vor gar nichts mehr Angst zu haben. Als letztes möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben nochmal erzählen, die ein Beispiel, wo ich dann wirklich dachte, also das ist wirklich ein Spiel des Lebens. Und zwar war ich wandern und habe eine richtig lange Wanderung gemacht und dann wollte ich aber nicht den gleichen Weg zurückgehen, sondern einen Rundweg. Und dann bin ich aber, da gab es aber keinen Weg. Und ich wollte aber nicht mehr wieder zurück, weil dann hätte ich wieder 1000 Höhenmeter machen müssen über den Berg. Aber ich wollte unten durchs Tal. Und dann bin ich durch die Walachei gelaufen. Also ich versuche es mal kurz zu halten. Ich bin dann auf einmal durch den Forstweg und der endete da. Und dann musste ich durch den Wald. Und dann gab es eine ganz steile Böschung, Kilometer lang. Ja, mein Akku war leer und es wurde kälter und es wurde langsam dunkel. Nachts wurden es Minusgrad schon und ich hatte noch 10 Kilometer Rückweg ungefähr. Ich hatte kein GPS, ich hatte keine, keine Taschenlampe, nichts. Hatte das falsche Kabel mit, um mein Handy nachzuladen über mein Akku-Pack, worauf ich eigentlich vertraut hatte. Und dann kam ich langsam in Panik. Und dann habe ich gebetet. Und kurz nach dem Gebet bin ich nochmal, also ich bin dann in die Ruhe gekommen. Ich habe dann die Gedanken gehabt, in die Ruhe kommt die Kraft. In der Ruhe kommt die Kraft. Und dann eine Minute später bin ich auf einen Weg geführt worden, der da endete. Wäre ich rechts oder links 5 Meter die Böschung hochgegangen, hätte ich diesen Weg verpasst. Und dann wäre ich nochmal 1 Kilometer durch die Böschung in der Walachei im tiefsten Wald gelaufen. Und als ich diesen Weg gefunden habe, hatte ich so eine Gänsehaut bis zu den Fußspitzen. Habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich wurde so geführt, weil ich bete jeden Morgen auch um Führung. Ich wurde tatsächlich so geführt, dass ich diese Erfahrung machen sollte. Und seitdem vertraue ich, dass ich geführt werde. Und dass mir geholfen wird, wenn ich danach frage. Und dass diese Erfahrung, hat mich ein Schrittchen mehr ins Urvertrauen gebracht. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, ins Urvertrauen zu kommen. Homöopathie gibt es Möglichkeiten wie Bachblüten, bestimmte Bachblüten oder auch bestimmte Schüsslersalze helfen gegen Ängste.
oder für Vertrauen. Ja. Oder heilige Geometrien, da gibt es auch ein Symbol, womit du dein Wasser aufladen kannst zum Beispiel. Und das hilft auch. Ja, also ich weiß nicht, ob es hilft, weil du merkst es nicht sofort. Du kannst nur dran glauben. Aber du wirst dann im Nachhinein merken, in den nachfolgenden Monaten, dass sich irgendwas in dir verändert hat, dass du auf einmal nicht mehr so viel Angst hast. Und das war mein Weg. Also ich habe noch andere Erfahrungen gemacht, aber dann wird das hier zu lang, wenn ich diese Details jetzt nenne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat und ein Like natürlich. Und vielleicht habt ihr auch noch ein paar andere Erfahrungen, die ihr mit mir und der Community teilen wollt. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.